Haben wir endlich mal geschafft, dass ich hier vorbeikomme. Ewig geplant. Genau, heute sprechen wir ein bisschen über Spring Data, Neo4j, Neo4j im Allgemeinen etc. pp. Mein Name ist Gerrit Meyer. Ich arbeite zufälligerweise sogar auch für Neo4j, genau wie Johannes. Zu meiner Person, Vater, verheiratet, zwei Kinder, JUK-Ostfalen, Co-Organisator mit JUK-Ostfalen, hatten wir gerade schon besprochen, das ist ein bisschen abstrakter Begriff. Braunschweig-Wolfsburg. Glücklicherweise bin ich in Braunschweig geboren, ein Braunschweiger und kein Wolfsburger. Genau, wenn ihr irgendwie Fragen habt nach dem Vortrag, heute Abend, morgen früh, könnt ihr mich auf Twitter erreichen, Meister Meyer. Eigentlich irgendwie fast in allen sozialen Netzwerken unter Meister Meyer, außer Facebook. Genau. Und da wir heute nicht so viel Zeit haben, da ich davon ausgehe, dass hier die Party bald anfängt nebenan, springen wir schnell mal rein und gucken uns an, was wir heute mal schauen wollen. Ein bisschen, was ist Neo4j überhaupt? Wer kennt überhaupt Neo4j? Außer, dass der Johannes immer drüber spricht. Okay, das ist ein großer Teil. Dann machen wir den Teil ein bisschen schneller. Gucken uns an, wie kann ich mit Neo4j interagieren? Was ist dieser Object Graph Mapper? Den habe ich noch gar nicht gehört, der steht nicht im Titel. Lasst euch überraschen. Was ist Spring Data Neo4j als solches? Und dann ganz praktische Themen mal, wie kriege ich überhaupt Daten in meine Neo4j? Bestandsdaten, Spieldaten, wie auch immer. Und am Ende schauen wir uns eine Demo-Applikation an. Genau, starten wir gleich mal rein. Management-Folien. Neo4j nennt sich eine Native Graph-Plattform. Native spricht dafür, dass wir eben keinen Weg über Hybridlösungen gehen bei Neo4j. Wenn wir Daten speichern, Graph-Daten, speichern wir sie so, dass sie graph-typisch auch irgendwie persistiert werden. Da wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Wir benutzen nicht zum Beispiel wie andere Anbieter eine relationale Datenbank im Hintergrund und tun nur so, als wenn unsere Datenbank eine Graph-Datenbank wäre. Genau. Und Plattform deshalb, weil wir auch Algorithmen mitliefern. Das heißt, der Redner schon richtig Spaß an Graph-Theorie hatte, Graph-Algorithmen, der kann sich richtig in der Neo4j austoben. Wir bieten ein paar Applikationen schon heutzutage an, die kommen im Paket oder in Form eines Neo4j Desktops mit. Wenn ihr euch Neo4j heutzutage installiert, könnt ihr natürlich für den Serverbetrieb, rein Serverbetrieb, immer noch irgendwie ein Tarball haben, das ihr entpackend ausführt. Ihr könnt aber auch Neo4j Desktop installieren, bekommt eine Enterprise-Edition dazu, die ihr evaluieren könnt, bis ihr keine Lust mehr habt. Aber natürlich nicht für den professionellen Gebrauch später verwenden könnt. Und da drin sind dann die ganzen Graph-Algorithmen-Pakete etc. pp., die ihr einfach per Klick dann reinstallieren könnt und damit arbeiten. Deshalb ist eben der Begriff Graph-Datenbank in Neo4j schon ein bisschen sehr einschränkend. Natürlich das Kernprodukt ist nochmal die Datenbank, aber wir bieten eben mehr an als nur die Datenbank. Was ist wichtig, wenn man über eine Neo4j spricht? Viele von euch haben wahrscheinlich Erfahrungen mit relationalen Datenbanken. Das heißt meistens Tabellenstrukturen. Und was für mich auch schwer war, als ich angefangen habe bei Neo4j, war dieses Graph-Syncing zu bekommen. Das heißt, ich denke nicht mehr in Tabellen, in Spalten, in Zeilen, sondern ich versuche irgendwie mir Knoten vorzustellen, die mit anderen Knoten verbunden sind, zum Beispiel, die Relationen haben. Und es gab bei mir gar nicht diesen Aha-Moment, das ist irgendwie ganz natürlich gewachsen. Wenn man irgendwie über die Daten heutzutage nachdenkt, die wir haben, sind die irgendwie alle verbunden. Und man möchte irgendwie eigentlich diese Verbindung nutzen und nicht immer irgendwelche mega tiefen Joins in einer relationalen Datenbank haben, sondern am liebsten schnelle Hops haben. Aber davon wegzukommen, von diesem tabellarischen Denken, war für mich relativ schwer. Aber irgendwann fühlt es sich natürlich an. Wie gesagt, so ein halbes Jahr hat es gebraucht. Auf einmal denkt man kaum noch mehr in tabellarischen Daten. Das heißt nicht, dass man eben irgendwie, wenn man wirklich einen Anwendungsfall hat für eine relationale Datenbank, für eine Dokumentendatenbank, immer das in eine Graph-Datenbank zwingen müsste. Aber wie gesagt, unsere Daten sind heutzutage so strukturiert, dass sich irgendwie dann die Frage eigentlich stellt, warum nicht in eine Datenbank, die die Relation so schön abbilden kann. Und gerade was ich meinte, auch mit dieser nativen Graph-Datenbank, das auch performant liefert. Genau, dazu noch das allgemeine Management-Zeug. Neo4j ist ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. Diese Zahlen sind auch nicht mehr aktuell.
Wenn ihr Neo4j professionell einsetzen wollt bei euch in der Firma, haben wir Leute, die zu euch kommen können oder externe Dienstleister, die wir gut kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir auch schicken können, um im Tagestraining anzubieten, etc. pp. Kommen wir davon weg. Wer jetzt noch gar nicht Neo4j kennt, das war da hinten, glaube ich, irgendwo, der hat wahrscheinlich von den Panama Papers gehört, den Paradise Papers oder letztes Jahr, Ende letzten Jahres noch die waschen Troll-Tweets. Das sind massenhaft Daten, die anfallen, die erstmal strukturlos anfallen. Zum Beispiel in den ganzen Offshore-Leaks, Panama Papers, Paradise Papers. Zusammengefasst waren eben Millionen von Datensätze, Dokumente in irgendwelcher Form, aus denen irgendwie Sinn ergeben werden muss. Und wenn man über die Hürde hinaus ist, diese Sachen zu digitalisieren, falls sie dann irgendwie doch als Faxkopie reinkam oder so, als Bildchen, hat sich das ICIJ, also das Internationale Konsortium für Investigativen Journalismus, ICIJ, dazu entschlossen, Neo4j zu verwenden. Es geht nämlich nicht nur darum, die Daten zu persistieren bei Neo4j, sondern eigentlich den Daten, die ich persistiert habe, Fragen zu stellen. Das ist leider außerhalb des Scopes, was wir nachher besprechen. Aber grundsätzlich bietet eine Graphdatenbank den Vorteil, viel interessantere Patterns zu finden, Relationen zu finden, als eine relationale Datenbank. Sie lädt eigentlich ein, damit zu spielen. Wer noch gar nichts von, weder von Neo4j noch von Graphdatenbanken gehört hat, dem kann ich sagen, das ist gar nicht so schwer. So eine Graphdatenbank, und wir sprechen jetzt nicht über einen RDF, sondern über den sogenannten Labeled Property Graphen, besteht eigentlich mehr oder weniger so aus Kreisen und Strichen. Und vor allem in der Neo4j ist es so, dass wir gerichtete Striche haben, also Striche mit Pfeilchen. Diese Striche mit Pfeilchen, wenn ich die verbinde mit den Kreisen, die ich jetzt schon zu Punkten gemacht, zu großen Punkten gemacht habe, ergeben sowas, was wir Graphen nennen. Und das ist typischerweise das, wenn ich als Dienstleister, als Beispiel mit dem Kunden spreche, das ist eben das, was wir immer nennen, the whiteboard model is the physical model. Das ist das, was ich ans Whiteboard male. Normalerweise habe ich das Problem, wenn ich alteingediegene Persistenztechnologien wie relationale Datenbanken verwende, dass ich sowas male und mir danach überlegen muss, wie überführe ich das in Tabellen und Mapping-Tabellen, also die N-zu-M-Tabellen zum Beispiel, wenn ich ein ganz schlechtes Modell habe. Aber eigentlich sieht eine Neo4j, wenn sie ihre Daten repräsentiert, genauso aus wie das, was ich irgendwann mal an einem Whiteboard gemalt habe. Ich habe ja noch mehr gesagt, ich habe auch labeled gesagt, zum Labeled Property Graphen. Das heißt, unsere Knoten, die wir haben, die haben sogenannte Label, Typisierung, Gruppierung, wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben den Term Label übernommen für den Labeled Property Graphen. Unsere Knoten haben Labels, parallel dazu, also Labels im Plural können sie besitzen, parallel dazu können Relationen typisiert sein. Aber nur einen Typen besitzen. Das heißt, ich habe immer eine strenge Verbindung, also genau einen Typen. Warum ist dieser eine Knoten mit dem anderen Knoten verbunden? Diese Frage kann ich immer genau mit einer Antwort beantworten. In Neo4j packen wir Doppelpunkte vor. Die Folie habe ich drin, damit ihr später nicht verwirrt seid, wenn ich Beispiele zeige. Bei uns packen wir Doppelpunkte davor, um die Labels oder Typen von Relationen darzustellen. Zum Label Property Graphen gehören noch Properties. Sowohl unsere Knoten, wie zum Beispiel ein Superheld, Anthony Stark, Iron Man, kann ich hinterlegen. Sieht so ein bisschen in der Repräsentation wie aus wie JSON, ist kein JSON, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ist der hippe Darstellungsstyle, verwenden wir auch. Genau das Gleiche kann ich auch in Relationen packen. Wenn ich jetzt wieder mehr Richtung Graph-Theorie, Graph-Analysen denke, könnte ich zum Beispiel Gewichte an meine Knoten, an meine Kanten packen oder Relationen, dementsprechend das Gleiche, um dann irgendwelche Graph-theoretischen Fragen zu lösen. Oder jedenfalls definieren, was ist mein Gewicht an einer Kante. Wenn ich dann meinen Graph ein bisschen weiter male,
Ich habe jetzt von dem, nicht aktuell, von dem vorigen Avengers Movie das zum Beispiel genommen. Einfach mal so aufgemalt, ein kleines Beispiel. Hier habe ich die Labels ausgetauscht gegen jetzt Namen der Charaktere oder der Teams. Iron Man gehört zu den Avengers, kämpft gegen Thanos. Groot gehört auch, gehört zu den Guardians of the Galaxy, aber der kämpft auch gegen Thanos. Und das ist so das Beispiel, was wir gleich mal durchziehen werden. Durch den ganzen Talk. Genau. Wenn meine Daten in der Datenbank sind, ist das schön, da habe ich meine Daten persistiert. Auf magische Weise. Sie sind da. Die Frage ist, wie komme ich dran? Und dafür haben wir in Neo4j Cypher entwickelt. Oder CQL, Cypher Query Language. Wir definieren für uns, dass eigentlich Cypher für Neo4j ist das, was SQL für relationale Datenbanken ist. Wir haben auch eine Initiative, die nennt sich OpenCypher, wo 99% unseres Source Codes abstrahiert von Neo4j zur Verfügung steht, um für andere Graph, hier steht Graph Datenbankentechnologien, aber für andere Graph-Technologien verwendet werden kann. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir sowas wie Apache Spark unterstützen aktuell. Wir haben Projekte laufen, sogenannte CAPS-Projekte. Das heißt, wenn ihr eure Daten lieber in Spark habt, aber trotzdem Cypher verwenden wollt, könnt ihr das tun. Die Idee ist, dass eigentlich Cypher wirklich die Standardabfragesprache wird für Graph-Datenbanken, wie SQL oder SQL für relationale Datenbank aktuell ist. So, Cypher habe ich an der Hand. Wie sieht Cypher aus? Viele, die mit Neo4j schon was zu tun hatten, kennen Cypher. Für die, die sie nicht kennen, wird jetzt der große Aha-Effekt kommen. Es ist nämlich total einfach und ist total lesefreundlich. Ich habe das mal ungefähr so gehighlightet, wie wir es vorhin hatten, in so einem Beispielbild. Ich möchte gerne, ich möchte alle Daten abfragen, aber ich möchte ein Team suchen, die Teams, deren Helden, die Teile davon sind, die gegen eine böse Person kämpfen. Diese böse Person sollte Thanos sein. Und ich lasse mir alles zurückgeben. Natürlich könnte ich auch ein Sternchen hinschreiben. So sieht man es nochmal explizit. Und es ist nichts verloren gegangen. Und dieses Cypher-Statement kann ich jetzt nehmen und in dem mitgelieferten Neo4j-Browser laufen lassen. Das ist immer, ob ihr jetzt Neo4j-Desktop installiert oder die Server-Instanz. Wenn ihr ihn nicht ausschaltet, habt ihr immer noch so einen Neo4j-Browser laufen. Sieht so ein bisschen aus wie ein PHP-Mirai-Admin, wer jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wie man sich den Neo4j-Browser vorstellen muss. Und der kann mir auch Graphen zurückgeben. Und der gibt mir das zurück. Das sieht außer den Farben genauso aus wie das, was ich vorher angelegt habe. Das ist cool. Da habe ich meine Daten wieder gelesen. Aber normalerweise möchte der Kunde nicht gesagt bekommen, hier, unsere Dienstleistung war, dir Cypher-Statement zu schreiben, pack die mal bitte in deinen Browser. Der wird euch wahrscheinlich eher den Vogel zeigen und sagen, ich habe doch eine Anwendung bestellt. Muss was Schluck drin. Also ist die Frage, wie kann ich mich sonst noch mit der Neo4j verbinden? Dazu gibt es erstmal drei Modis, in denen man sich mit der Neo4j-Datenbank verbinden kann, mit der Instanz. Und die sind bewertungsfrei. Bold steht oben, das ist bewertet, sortiert. Ihr müsst das für euch selber entscheiden, zu dem, was ich gleich sage. Bold ist unser internes binäres Protokoll. Das einzige Protokoll, war der einzige Transport-Mode, den wir haben, den ihr für Clustering verwenden könnt. Es ist ressourcenschonend, basiert auf dem Netty-Server auf der Serverseite. Und ist, ja, da ist Ressourcen relativ fix. Embedded Mode heißt, das ist der klassische Modus, das ist die Version, die Neo immer geliefert hat, nämlich hier aktivierende Neo4j in deiner Anwendung. Lass sie dann dabei mitlaufen. Da ist es relativ schwer, Vorteile zu finden von aktuell heutzutage, weil die Neo4j ist sehr performant ausgerichtet. Das heißt, sie möchte ungern den Garbage Collector laufen lassen und dann irgendwie in Jigsaw kommen.
wenn eure Anwendung eventuell nicht genauso performant und optimiert ist wie eine Neo4j und die JVM auf einmal in den Garbage Collector laufen lässt, läuft auch eure Datenbank in den Garbage Collector. Wenn eure Anwendung abschmiert, während Neo4j gerade noch versucht, Daten auf die Diskette, auf die Disk zu persistieren, sind eure Daten wahrscheinlich weg. Embedded bietet sich an, um mal zu spielen. Embedded bietet euch die Java-API an, um mit Neo4j zu arbeiten. Das heißt, ihr braucht überhaupt eben keine Treiber innerhalb eurer Anwendung verwenden. Aber ansonsten gibt es relativ wenig Vorteile, um Embedded heutzutage noch zu verwenden. Es ist mit einem Cluster lauffähig, was wir wahrscheinlich bald nicht mehr unterstützen werden. Und somit ist es eigentlich für den Enterprise-Einsatz kaum noch geeignet. Wir supporten es noch immer und es ist, ich erwähne es deshalb auch. Aber es ist eben eigentlich mehr oder weniger nicht empfohlen, das noch zu verwenden. HTTP. HTTP war das erste Remote-Protokoll. Das heißt, man konnte eine Datenbank irgendwo verlieren, starten. Ich habe HTTP benutzt, kann mich verbinden, kann Curl benutzen, irgendwas. Es ist irgendwie State of the Art. Und Konzernadministratoren lieben es, oder Firewall-Herrscher, Herren und Damen. Hat eben die Downside für, wenn wir jetzt später über OGM, also Object Graph Mapper oder Spring Data Neo4j sprechen, dass wir nicht so viele Informationen wie über das Bolt-Protokoll bekommen, Typinformationen gerade. Wir kommen eben nicht so nah an die Datenbank, wie wir es eigentlich wollen mit HTTP. Genau. Also fokussieren wir uns auf Bolt und wer Neo4j evaluiert, auch für den Kunden zum Beispiel, sollte sich darüber im Klaren sein, Bolt ist nichts anderes als irgendwas Daten, die über TCP laufen. Es ist kein Virus im Netzwerk. Es ist einfach eigentlich der de facto Standard, um in der Neo4j-Datenbank zu sprechen. Und damit ihr eben nicht irgendwelche binären Codes hacken müsst, sind wir mal so freundlich und bieten euch auch Treiber an. Für verschiedene Sprachen, Python, Java, JavaScript, C-Sharp und Go. Wobei Go ist da schon ist der letzte Treiber, den wir rausgebracht haben. Das ist eine Besonderheit. Grundsätzlich werben die ersten vier die Konnektivität, die Implementierung des Bolt-Protokolls, wie auch so ein ganz einfaches Mapping, dass ich sowas wie eine Node bekomme von dem Treiber und nicht mehr irgendwelche wilden Structs oder Hashmaps. Zusammen in einem Projekt. Go ist da anders. Go hat nur diese Abstraktion dieser Node-Geschichten und die ganze Konnektivität und die Implementierung des Bolt-Protokolls ist in C-Bolt, in dem Projekt C-Bolt hinterlegt. Und das ist unser sogenannter Connector, den wir haben. Also für alle, die eine C-nahe Sprache verwenden oder eine, die besser als Java mit C kompatibel ist, sei das Projekt ans Herz gelegt und es gibt auch schon ein paar Projekte, die darauf anspringen. Das sind jetzt Community-Driver, die wir haben. A, Wast, Elixir. Gerade die Wast-Treiber-Leute sind interessiert an unserem C-Bolt-Connector. Da wir jetzt in der Java-User-Gruppe sind, schauen wir uns mal den Java-Treiber nochmal an. Ach nee, schauen wir uns gar nicht mehr an. Mhm. Es ist der Treiber, den wir verwenden für den Object Graph Mapper. Der Object Graph Mapper von Neo4j ist ungefähr genau das gleiche, was ihr als ORM, also als Object Relational Mapper, aus der JPA-Welt kennt. Hibernate als bekanntes Beispiel, Eclipse Link oder was auch immer. OGM selber gab es damals noch nicht, als die Idee aufkam, irgendwie so ein Abstraktionsframework zu entwickeln. Das ist alles im Spring-Kosmos entstanden. Es lag daran, dass einer unserer Firmengründer, Emil, mit Watt Johnson zusammen saß in der Konferenz. Und die kam auf die Idee, lass mal Spring Data Neo4j entwickeln. Also damals hieß das Projekt nur Spring Data Neo4j. Aber da ja irgendwelche CEOs immer so wenig Zeit haben zum Entwickeln, brauchten sie irgendwen, der das alles macht. Und ins Spiel kam dann Michael Hunger, unser Kollege, jetzt im DevRel-Bereich vor allem tätig,
die Freunde von Spring Source oder dann Pivotal und eine externe Consultancy, genannt Graphaware. Die zusammen kamen auf die Idee, Spring Data, wie es vorher war, wiederum in zwei Projekte aufzusplitten. Einmal den Object Graph Mapping Teil und einmal, also für die ganz reine Java-Welt, sagen wir es mal, und Spring Data Neo4j. Für die Leute, die Spring-Projekte fahren, die Spring-Data-Projekt-Erfahrung vielleicht sogar haben und sich noch eine schönere Abstraktion wünschen. Ja, das Thema hat sich ein bisschen geändert. Heutzutage kriegen wir ja noch ein wenig Hilfe von Pivotal, wenn es um Fragen geht, also gerade Spring-Data bezogen natürlich nur. Wenn es um Fragen geht, wie können wir unser Spring-Data-Projekt so aussehen lassen oder sich so anfühlen lassen wie die anderen Spring-Data-Projekte. Dabei haben wir einen ganz, ganz schönen Vorteil gegenüber anderen Community-Projekten, was wir auch nur sind in Häkchen, dass wir eben fast jeden Tag Kontakt mit den Leuten von Pivotal haben und wir wissen, wohin die Reise und die Planung von den Spring Data in Zukunft geht und wir unsere Entwicklung dahin auch ein bisschen ausrichten können. Genau. Ansonsten eben Michael Simons, vielleicht einigen bekannt hier, der war auch schon mal hier, glaube ich. Genau. Und meine Wenigkeit. Genau, also schauen wir uns erstmal den Teil an, der jetzt auf dem Treiber liegt, weil auf einmal wurde dieser Mapping-Teil und der Spring Data Access getrennt. Was ist Neo4j OGM? Wie schon eingangs erwähnt in diesem Kapitel, ist Neo4j OGM eigentlich noch ein Layer, der auf dem Java-Treiber sitzt und der kümmert sich um so Sachen, mit denen man sich als Entwickler gleich auseinandersetzen möchte. Transaktionsmanagement, Session Factory, gleichzusetzen für die Leute, die JPA mögen, Entity Manager Geschichten. Das sind eben die Sachen, Caches verwenden, Dirty Tracking machen und das Ganze. Und sich darum kümmern, dass meine Transaktionen ordentliche Boundaries haben, geschlossen werden und geöffnet werden, wenn ich sie möchte. Und natürlich, wie es der Name schon sagt, Hauptaufgabe, deshalb auch nur innerhalb des Blocks sind die beiden anderen, ist eben das Object Graph Mapping. Das heißt, ich möchte mein Java Object Graph persistieren in eine Graph-Welt oder möchte aus der Graph-Welt wieder ein Java Object Graph erzeugen. Natürlich mit Mapping, mit Conversions etc. pp. Versehen, wie man es eigentlich aus anderen O-Sternchen-Ms dann auch kennt. Neo4j OGM bietet eben nochmal eine Besonderheit an. Es sitzt nicht nur auf dem Bolt-Treiber auf, wie es in der vorigen Folie gezeigt wurde. Das wäre eine Lüge, aber es wäre so einfach gewesen, diese Sachen so aufzubauen. Wir haben noch Support für Embedded und HTTP dabei. Das heißt, Leute, die in der Embedded-Welt festsitzen zum Beispiel noch oder HTTP benutzen müssen, weil der Vorsteher der Firewall es nicht anders zulässt, die können auch immer OGM verwenden, um auch diese Protokolle zu benutzen. Oder Transportmodis. Also. Der Nachteil ist, dass man eben nur in der mittleren Schiene eigentlich die volle Funktionalität noch hat. In letzter Zeit kamen neue Typen in der Neo4j dazu, die können über HTTP zum Beispiel nicht ganz so gut exposed werden, dass wir uns sicher sind, auf was wir die mappen können. Und deshalb bietet es sich eigentlich nur an, Bolt noch zu verwenden. Aber dazu nachher mehr. Genau, ein OGM besteht eigentlich, wie es aus der Folie zu sehen ist, aus dem, was ich beschrieben habe. Es sieht aus am Ende des Tages, und das werden wir auch gleich sehen, wie eigentlich eine Entität, die ich mit JPA mappen würde. Ich habe Annotationen, um zu beschreiben, wie meine Graph-Objekte, wie meine Java-Object-Graph-Objekte in die Datenbank sollen oder wieder geladen werden müssen. Konfiguration, zum Beispiel die ganze Driver-Konfiguration steckt natürlich mit drin. Ich sage, was gescannt werden soll. Und sowas in der Art. Was ich dafür bekomme, ist eben so einen grundsätzlichen Datenzugriff, nenne ich den. Ich habe meine Quad-Operation, die ich schon auf so einer Session habe. Es ist eben wirklich sehr analog zu sehen, wie JPA. Wer hat von JPA noch nie was gehört? Das dachte ich mir. Deshalb wisst ihr ungefähr, was ich meine. Ein Beispiel, wie so ein Code aussieht, im Gegensatz zu JPA haben wir noch, gleich sieht das ein bisschen mehr. So eine Entität sieht eigentlich aus wie die man sich bei JPA vorstellt. Wir nennen sie nur Node-Entity.
weil sie eine Note repräsentiert. Wie man sieht, sind die Sachen customizable. Wie soll mein Knoten gelabelt werden im Graph oder wie ist er schon gelabelt? Ich möchte ihn laden im Graph. ID-Generierung, normale Properties werden 1:1 gemappt. Ich kann auch den Namen ummünzen. Was interessant ist, sind Relationships, weil ich möchte natürlich auch ausdrücken, wie sind die Sachen verbunden in meiner Datenbank. Da gibt es eben zwei Arten mit. Wie man jetzt schon sieht, ist der Typ Part of. Das ist schon so, warum heißt der Part of? Werden wir gleich sehen. Aber ich könnte auch ein Team reinpacken zum Beispiel und mir würde eine Part of Relationship erzeugt in die Richtung Outgoing von meinem Helden in das Team. Part of ist jetzt da drin, weil wir zusätzlich zu Node-Entitäten auch Relationship-Entitäten mappen können. Das heißt, das ist der zweite Typ, den wir nicht empfehlen, als das Zentrum der Wahrheit zu nehmen, aber wie eine N-zu-M-Tabelle zu sehen, um es analog in die relationale Welt zu führen. Relationship-Entities sehen ähnlich aus, haben aber jetzt Verweise auf die Start-Node und auf die End-Node. Frage? Ja, gerne. Es ist interessant, dass der Typ hier im Endeffekt ein Text-String ist und nicht der Typ selber, also das Part of, das ist so, dass der ja. Nicht typisiert, der Typ ist nicht typisiert sozusagen. Das ist richtig. Also du musst entweder Konstanten verwenden oder wirklich aufpassen, dass das Part of das gleiche Part of String ist, den du da oben verwendest aktuell. Ist das wegen Restriktionen in Java Annotations oder ist das designtechnisch besser so? Es war eigentlich, um sich Freiheiten zu lassen, um gleich diesen Namen mitgeben zu können, wie es heißen soll. Ich habe da auch das Problem mit, dass wir auch eine Rückreferenz haben auf die Klasse. Doch noch? Eine Rückreferenz auf die Klasse. Mhm. Also wir haben jetzt ja auf einmal gesagt, ein Hero kennt Part of und Part of muss jetzt auch den Hero kennen. Das heißt, hier auf einmal eine zyklische Referenz drin. Es war vom Mapping her so vorgesehen immer schon, das sind Sachen, die vor meiner Zeit passiert sind und entschieden wurden, dass man immer diesen String, also oder eine Konstante verwendet. Also dass ich eine Konstante ganz schlecht irgendwo durchreichen kann jetzt hier, auf den Slides habe ich den String weitergereicht. Aber du hast recht, man muss aufpassen, dass man da wirklich den gleichen Typen wiederholt. Genau. Und natürlich, wenn ich dieses Relationship, wenn ich die Klasse, den Typen, des Relationship Entities an der Stelle nicht verwenden würde, sondern würde Team hinschreiben, dann würde mein Lademapping noch immer funktionieren. Weil ich ja noch immer sage, ich möchte was haben, was Part of heißt. Das sind eben Sachen, wo man aufpassen muss, was eben auch eventuelle Pitfalls sind an der Stelle. Gut beobachtet. Bin ich in der Mitte angelangt und zeige noch auf die Endnote. Da haben wir dann die Freiheit zu sagen, wirklich, das Team soll nichts von der Relation wissen, die reinkommt. Es kann es, wenn man irgendwie navigieren möchte, wenn man eben sagt, ich möchte nicht so richtig domain-driven Design arbeiten, wenn ich nochmal zurück navigieren möchte oder sowas. Aber eigentlich brauchst du kein Wissen darüber haben, wie das am Helden hängt oder irgendwas ähnliches. Das geht auch. Schauen wir auf die. Ja. Das waren die Annotationen, das ist eine Konfiguration nochmal im Detail. Ich sage eben, was möchte ich für ein Transport-Mode verwenden: Bold, Embedded, HTTP. Encryption Settings, was der Treiber liefert, Connection Pooling etc. Packages to Scan, das ist nur ein Recap, was habe ich vorhin schon alles gesagt. Zusätzlich haben wir im Development Feature drin, Auto-Indexing, ähnlich wie das DDL erstellen in Hibernate, was man wirklich nur zur Entwicklungszeit verwenden sollte und nicht im laufenden Betrieb. Aber wir dachten, hey, JPR hat sowas cooles, oder Hibernate hat sowas cooles, lass auch sowas haben. Leute benutzen in der Produktion natürlich und das ist doof. Ja. Aber es ist gut, dass du es machen kannst. Dann kannst du Copy-Paste machen und das für den nutzen. Ja, das, genau. Also man kann sich die Statements ausgehen lassen, sieht dann, was müsste ich, wie sind meine Indexes gerade generiert. Aber sowas wie zum Beispiel Indexgenerierung sind nicht so synchron, wie man sich ein Erstellen von Tabellen vorstellt in JPA. Die Downside ist eben, wenn irgendwer einen Test laufen lässt, der Millionen von Daten auf einer Testdatenbank zieht, aber sich dann gleichzeitig auch den Index erstellen lässt,
ist der Index Erstellung läuft noch und der sagt, ja, warum ist mein Test so langsam? Der Index ist noch gar nicht fertig geworden. Also so eine Probleme gibt es dann eigentlich. Weil eben das Ausführen des Create-Index oder Drop- und Create-Index zum Beispiel noch, Drop geht schnell, Create dauert dann länger, dauert eben wahrscheinlich noch länger, als er überhaupt in seinem Testlauf durch ist. Genau. Das sind aber Sachen, sind ja dokumentiert, aber Menschen müssen es auch lesen. Genau. Und wie gesagt, wenn ich alles habe, habe ich meinen schönen Datenzugriff. Hier ganz einfach, so wie es aktuell funktioniert. Hero kann ich dann mit diesem Session, wenn ich eine Session mir hole, heißt das sowas wie ein Datenbankzugriff. Eine Session bei uns ist eigentlich gleichzusetzen mit einer Transaktion. Man kann mehrere Transaktionen innerhalb einer Session haben, wenn man sich ganz bewusst ist, dass die Session als abgeschlossene Einheit ein Cache besitzt und dieser Cache weiterlebt über mehrere Transaktionen. Also ist eigentlich dem 99,999% der Fällen angeraten, nur die Session analog zu einer Transaktion zu verwenden und nicht mehrere leben zu lassen. Ich kann meine Daten laden, Ähnliches gibt es in JPA auch. Ich muss es immer mit JPA vergleichen. Wer eben da sowas noch gar nicht gesehen hat und alle kennen JPA, für die ist das nichts Neues und auch keine Magie. Aber das bekommt ihr dann alles raus. Löschen kann ich natürlich auch. Ich kann meine Datenbank von allen Knoten befreien, die irgendwie einen bestimmten Class haben. Das ist gut. Delete all my class, boom, weg. Genau. Und das ist auch egal, wie tief das ist. Jetzt habe ich da einen Formatierungsfehler drin, das ist natürlich auch nicht so schön. Aber ich kann auch Custom Cipher verwenden. Hier sind sie eben relativ analog zu den Cipher Statements, die davor generiert wurden. Natürlich kann ich meine eigenen Statements reinpacken, die so ein bisschen in der Art von Prepared Statements arbeiten. Und kann mir dann sowohl abstrakte und typisierte Results ziehen, die dann wiederum irgendwo drin eine Hashmap haben. Das heißt, ich gebe Daten zurück, die überhaupt in keine Struktur passen, die ich in meinen Klassen gemappt habe. Ich kann typisierte Repräsentationen zurückgeben oder eine typisierte Repräsentation, wo ich dann nur einen Superhelm haben sollte in meiner Datenbank, weil sonst knallt mir eben das, die Funktion. Jetzt ist das Basic schon durchgestrichen. Normalerweise haben wir komplexere Anwendungen. Ich will nicht alles laden, ich habe nicht so einen kleinen Cypher-String, obwohl Cypher relativ sparsam mit den Zeichen ist und viel erreichen lässt. Aber ich habe sowas wie parametrisierte Anfragen oder Ähnlichen. Und das ist jetzt ja nur kurz gehalten an der Stelle, damit es irgendwie auf den Slide passt. Ich könnte euch natürlich auch schocken und dann irgendwie so ein Cypher-Statement hinpacken, ja. Aber es drückt eigentlich schon das Problem aus, das wir haben. Habe ich komplexere Anfragen und hier ist es nur der Name. Nachdem ich irgendwie mein Result einschränken möchte. Ich möchte alle Hebos-Fan finden, die John heißen. Oder den einen Hebo, der John heißt. Komme ich dann schon in so eine Komplexität rein, wo ich sage, ich habe jetzt diese Strings da irgendwo in meiner Anwendung, vielleicht habe ich sie nochmal extrahiert, wie auch immer dann da reinbekommen. Aber ich habe irgendwo Cypher-Statements für eigentlich relativ einfache Anfragen. Und das ist eben der Moment, wo wir doch nochmal lieber eine Abstraktion mehr haben und Spring Data verwenden. Noch Fragen dazu? Immer gerne. JPA, Hibernate, Eclipse Link müssen alle hässliche Sachen machen. Zum Lazy Loading müssen sie ja Proxy-Klassen, um deine Sachen mappen. Braucht ihr auch das? Nein. Ah, das ist ja schön. Das ist sehr vielleicht. Es kommt drauf an. Ich würde das jetzt im Spring Data Teil gleich beschreiben. Das bezieht sich aber auch auf OGM, wie wir so damit umgehen. Sehr naiv, aber ich glaube, mit weniger Überraschungseffekt gehen wir damit um. Reicht es dir aus, wenn ich es gleich beantworte? Reicht es dir aus, wenn ich es gleich beantworte? Ja, Spring Data Teil? Okay, super. Genau, wer benutzt Spring Data? Wow. Wer hat von Spring Data mal gehört? Wer hat denn schon mal Spring Data Code gesehen? Okay, gut. Nee, dann geht mir nur darum, wie viel wir da beschreiben. Weil dann ist natürlich für euch so, convenient Data Access, der Spring Data Way, hey, cool. Was soll das bedeuten? Genau, Spring Data hat sich damals, als diese Produktfamilie gegründet wurde, sagen wir mal,
zum Ziel gesetzt, Domain-Driven Design zu erzwingen oder jedenfalls dazu zu verleiten, in Repositories zu denken, die auf Aggregate zugreifen, beziehungsweise Aggregate Routes, um die Daten rauszuliefern. Und ja, das ist alle Spring Data, normalerweise könnte man sagen, kennst du ein Spring Data Projekt, kennst du alle. Es ist natürlich die Bemühung da, dass ich ein Spring Data JPA in Grenzen der Datenbankfähigkeiten so anfühlt wie ein Spring Data Mongo oder ein Spring Data Neo4j. Das heißt, es gibt ein paar Kernkonzepte, die wir drin haben in allen Projekten. Es gibt auch Features, die wir versuchen, durch alle Projekte zu ziehen oder wir dann in Spring Data Neo4j mit reinzubringen. Und das sind dann unter anderem sowas wie, nächste Zeile, Dubai Finder Methods. Werden wir gleich im Detail uns angucken. Das ist ein Kernbestand von dem Teil, wenn wir über Repositories sprechen. Die erlauben mir eben zum Beispiel Zugriffe auf Einschränkungen auf meine Ergebnisliste durch bestimmte Einschränkungen, wie zum Beispiel Namen, in so einem Beispiel weiterorientiert. Es abstrahiert noch ein bisschen mehr von Cypher, wenn ich das möchte. Ich kann Custom Cypher reinschreiben, aber ich brauche es nicht. Und was zeichnet sich jetzt das Neo4j in Spring Data Neo4j aus? Ja, wir berücksichtigen schon, dass wir da mit dem Graphen arbeiten. Und das trifft genau auf die Frage, was machen wir mit Lazy Loading? So ein Graph ist ja blub, 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 relativ groß eventuell und reicht tief. Das schauen wir uns jetzt noch einmal kurz an. Wenn ich der Bestandteil oder die Hauptinterface, was ich in Spring Data verwenden kann, was in vielen Projekten verwendet wird, nur bei uns nicht so unbedingt empfohlen ist, wenn ich wirklich mit graphspezifischen Sachen arbeiten möchte, wäre so ein Quad-Repository. Ziehe ich mir ein Spring Data, was auch immer, Projekt in meine Applikation rein, muss ich zuzüglich natürlich zu irgendwelchen Daten, die Connection beschreiben oder Ähnlichem, gerade in einem Spring Boot-Projekt, nicht viel mehr machen, als ein eigenes Interface zu definieren. Und das typisiere ich. Das ist normalerweise sowas wie ein Quad-Repository, was schon ausdrückt, ich möchte Quad-Funktionalität haben. Und es ist nur typisiert durch die Entitätenklasse, die im besten Fall ein Aggregate Root definiert, als auch den Typen meiner ID-Spalte. Wenn ich das definiert habe, bekomme ich von Haus aus, weil alle Spring Data Stores das schon unterstützen, Quad-Funktionalität. Und es sind mehr Methoden, als ich in OGM alleine schon hätte. Benutze ich, wie es jetzt auf der Folie auch ist, Neo4j Repository als Ausgangspunkt für meine eigene Repository-Definition, ist ja nicht meine Implementierung, ist ja noch mein Interface, bekomme ich überall die Tiefe als zweites Parameter. Und die Tiefe definiert genau, wie weit möchte ich mit einer Anfrage in den Graph reinreichen von der Entität, von der ich ausgehe, um die Sachen zu laden. Also eine Ladetiefe. Erstmal. Der Vollständigkeit halber erklärt, es gibt auch Speichertiefen, die ich dann eher dann im OGM-Part nur habe. Wenn ich Daten lade aus der Neo4j, lade ich einen Knoten und mache von dem aus einen Hop in die Richtungen, die in meinem Java-Modell beschrieben sind. Also wir gucken uns schon das Schema, wenn man es so nennen kann, an, was man definiert hat in der Java-Welt. Und ich gehe auch natürlich nur die definierten Relationen runter, die ich da finden kann. Und ignoriere alles, was so im Graphen liegt. Ich gehe nicht pauschal irgendwie einen Schritt in jede Richtung, lade alles, schmeiße den Rest weg, sondern ich lade auch nur die Sachen, die mich interessieren. Das kann ich eben, was nenne ich immer als zweite Parameter, spezifizieren, wie tief ich reingreife. Ja, es hat Nachteile. Wenn ich zum Beispiel in eine Richtung, wenn ich immer zwei Hops machen muss, weil irgendwo liegen noch mehr Metadaten, die ich gerade laden möchte, und bei einem hinter einem Knoten verbirgt sich dann auf einmal irgendwie so ein Subgraph. Ja, aber es gibt keine Überraschung. Es gibt die Möglichkeiten, in Spring Data Neo4j sogenannten Query Result zu definieren. Das heißt, ich definiere nochmal ein temporäres Java-Modell, auf das ich meine Daten mappen möchte.
Und wir schauen in dieses temporäre Java-Modell rein zum Beispiel, was benötigt wird. Gerade um so eine Fälle dann auszuschließen. Genau. Wie gesagt, bin ich damit glücklich? Ja, es sind so die Quad-Methoden, die ich schon hatte. Ein bisschen mehr Funktionalität im Detailgrad. Ich habe dann aber auch immer nicht sowas wie Find by Name oder Find by Real Name habe ich jetzt hier genommen. Möchte ich so eine einfache Abfrage machen, wie ich sie vorhin in dem Custom Cipher Statement im OGM-Teil gezeigt habe? Reicht es bei Spring Data Repositories im Allgemeinen aus? Einfach eine Funktion, die einem gewisses Pattern folgt. Und zwar Find by Property. Und das geht auch über Relationsgrenzen hinweg, wenn ich es weiterschalten will. Mit dem natürlich zu erwartenden Parameter für RealName, egal wie es natürlich heißt an der Stelle, zu definieren. Und ich habe diese Funktion zur Verfügung. Und der Code, der benötigt wird, um diese Frage, also die Abfrage zu definieren, der wird generiert später. Ich kann diese Statements verunden, ich kann diese Statements verodern, Not-Null-Überprüfung machen, was auch immer. Es gibt eben, da ist jeder Store ein bisschen eigen. Im Grundsatz natürlich sowas wie Not-Null, Veroderung etc. pp. Sind wir alle gleich. Was bedeutet ein Contains als Keyword oder ähnliches, ist dann im jeweiligen Spring Data Projekt nachzuschlagen nochmal. Weil eventuell manche Stores eine andere Interpretation von Innen oder Contains haben oder andere Möglichkeiten haben, das darzustellen. Ja, habe ich das definiert und führe das aus? Das Interessante daran ist, es ist natürlich super convenient, aber eigentlich ist es genau gegen die Stärken von Graph-Datenbanken, weil was du nicht in einem Graph-Datenbank machen willst, ist immer neu zu starten mit einem Match. Du willst ja einen Graphen holen und das ist ja eigentlich die Stärke von Graph-Datenbanken. Richtig. Ich sage auch nicht, dass alle, die mit Neo4j arbeiten, Spring Data Neo4j verwenden. Bei uns ist es ja, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, ganz am Anfang, ich stelle wenig Fragen an den Graphen. Ich persistiere die Graphwelt, wie sie in meiner Java-Welt existiert, in den Graphen oder lade sie raus und mappe sie genau auf meine Typen. Ich kann, also natürlich kann ich über Cypher-Queries Fragen stellen, aber normalerweise geht es mir darum, eigentlich verknüpfte Daten relativ schnell zu laden. Natürlich, wenn du jetzt immer Repositories und Findbys machst auf einer Graph-Datenbank, dann hast du irgendwas falsch gemacht, wahrscheinlich. Ja, aber für viele reicht es dann aus, ne? Also die haben vielleicht nur ein, also in der Neo4j ist es eben seltener, sagen wir es mal so, es ist nicht, dass es gar nicht, also dass es totale Anarchie gibt, aber es ist eben seltener, dass man so eine starke Trennung hat, wer darf auf die Daten zugreifen. Also ich habe meinen Datensee irgendwo in der Neo4j liegen und ich habe einen bestimmten Business Case, der einfach Daten laden soll zum Beispiel. Da bietet sich sowas an, so convenient Zugriff zu haben. Und oh, Custom Queries, oh, cool, schon, oh. Gut, das hat ja irgendwer Custom Queries gesagt. Jetzt macht es Sinn. Ja, ich kann auch Custom Queries definieren. Wenn sie matchbar auf den Typen sind, auch mit den Typen als Return zurückkommen. Hier ist es natürlich relativ einfach nochmal. Ich könnte es wahrscheinlich sogar über ein Device Finder Method abbilden, aber wieder horizontale Breite ist beschränkt. Zeilenumbrüche sehen schlecht aus. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Die Sonne kommt gerade so super rein. Geht's noch, oder? Ja. Okay. Hier ist eben ein Custom Cipher Query, den ich hinter irgendeinen Namen gelegt habe. Der Name ist Schall und Rauch. Ich muss nur wissen, wie sie heißt, damit ich sie wieder benutzen kann, die Methode. Hier möchte ich eigentlich nur alle Leute finden, die mit mir zusammen, also alle Superhelden, die mit mir als Superheld, zusammen gegen den gleichen Gegner kämpfen. Das kann ich eben machen. Custom Queries schreiben, parametrisieren, wie man es jetzt hier sieht auch. Ich kann, das ist eben auch sehr convenient in allen Projekten. Ich kann hier an der Stelle auch die Spring Expression Language verwenden, um Platzhalter zu definieren oder ähnliches. Aber ich kann eben auch komplexe Statements schreiben. Ich kann auch, wenn ich unbedingt möchte, mir da eine Map von String of Object zurückgeben lassen und bekomme irgendwelche War-Daten und kann mit denen arbeiten. Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, sind diese War-Daten, die ich mir dann ziehe,
wirklich Bestandteil meines Hero-Repositories. Das ist natürlich dann immer abzuwägen, ne? Weil wir versuchen ja eben diesen Domain-Driven Design-Gedanken zu forcieren. Dann sage ich, ich arbeite eigentlich mit Domain-Objekten. Und ich vermute, der Fetch-Step ist jetzt irrelevant, weil das in den Cypher-Query. Richtig, der wird an der Stelle ignoriert. Das ist, da ist man selber schuld. Also hier an der Stelle, gute Frage zum richtigen Zeitpunkt schon wieder. Das ist fast wie abgesprochen. An der Stelle ignoriere ich ja eigentlich das, was da zurückkommt und das B auch. Ich returne nur das H. Das heißt, meine Heroes sind nur populiert mit den Plain-Daten, die an der Hero-Node hängen. Ich hier wäre jetzt auch die Part-of-Relation mit drin, weil die Teil von der Java-Klasse ist. Das war die andere Klasse. Da hätte ich die Relation, da hätte ich F-Fights definieren müssen und F mit zurückgeben müssen an der Stelle. Das kriegst du nur, wenn du den einen Hop mehr, also müsstest du jetzt an der Stelle return HF, also ein F einfügen, H, F und B. Wenn ich die drei returne, ja, ist ja auch wichtig, dass F mitkommt, weil wenn ich nur H und B returne, weiß ich ja gar nicht, wie sind H und B, wie stehen die zusammen. Mhm. Dann kannst du ja gar nicht, vielleicht mal gar nicht meinem Relationship Entity entsprechen, was da drin steht. Wenn ich das alles drei returne, dann bekomme ich wirklich den Graphen mit Hero, Part of, also jetzt hier nicht Part of, sondern Fights, wenn ich das definiert hätte, und Bad Person. Ja. Genau. Aber wenn ich jetzt ein Hero zurückkriege, wäre da das Part of null gesetzt? Nein, das wäre null. Oder eine leere Liste, das kann ich jetzt. Mhm. Wenn er von mehreren, ne, wenn wir jetzt Part of war, glaube ich, nee, das war nicht im Set oder in einer Collection drin, also wäre es null, ja, an der Stelle. Genau. Und aktuell, wer benutzt Spring? Ich hasse Spring. Das ist da auf Ton, ne? wer benutzt Spring Boot? Ja, okay. Aber Spring Data ist schön. Das ist toll. Spring Data ist richtig schön, aber das ist toll. Genau, also es, die 5er-Reihe, jetzt aktuell Loveless 5.0, Moore 5.1. Sind mit, nur mit Spring Boot 2x und die x sind die gleichen Werte zu verwenden. Im besten Fall, weil ich sonst Kompatibilitätsprobleme mit dem Spring Framework bekomme, einfach. Das heißt, also Spring Data hängt an Spring Data, also Spring Data Neo4j hängt an Spring Data Commons Projekt dran, was natürlich wiederum an Spring, einem Spring Framework, ja auch mehrere Projekte, aber Spring Framework als allgemeines, hängt und dort ja auch Major-Versionen laufen oder Minor-Versionen laufen, die eigentlich API-kompatibel sein sollten, aber es ist nicht zu empfehlen, eigentlich diese Version zu mischen. Das heißt also, jeder, der noch in der 1.5er-Welt von Spring Boot hängt, der könnte eben nur den alten 4er, die alten 4er-Versionen von Spring Data Neo4j verwenden und hat dann eben nicht diese Vorteile, die wir in letzter Zeit reingebracht haben. Schema-Based Loading kann man sich eben, soweit man möchte, im Detail den Kopf drüber zerbrechen, gehe ich bis auf die Properties runter, die ich laden also, oder speichern möchte und nicht immer alle speichern. Da ist eventuell noch ein bisschen Arbeit offen. Persistence Constructor ist auf jeden Fall funktioniert grob, in Kotlin nicht hundertprozentig, ist auch nicht schön, arbeiten wir auch noch dran in den Releases. Moore wird bald rauskommen, angedacht ist es für den 4. Juli, ich glaube, das hat sich auch schon wieder verschoben. Da sind wir auf Pivotal angewiesen, also das ist was Positives, da angewiesen zu sein, weil Spring Data Neo4j gehört zum offiziellen Release-Train aller Spring Data Projekte, die unter Pivotal fahren laufen. Es ist eben nicht ein ganz freies Spring Data Projekt, sondern kann schon partizipieren in den offiziellen Releases, was uns eben ein bisschen Arbeit erleichtert, manchmal ein bisschen warten lässt, manchmal ein bisschen viel Stress macht. Also Stress im Sinne von, wir müssen dieses Feature noch reinbekommen, das wäre ganz schön. Genau. Es gibt auch so ein paar Don'ts und diese Don'ts, wenn wir jetzt ein bisschen das von den Termen, die da stehen, abstrahieren, beziehen sich eigentlich auf alle Object-Sternchen-Mappers, die ich mal ansprechen möchte. Wenn ich komplexe Abfragen habe, die ich nur mit eigenen
SQL oder Cypher gestalten kann und ich sehe durch meine ganze Anwendung, ist eigentlich ein OGM, bietet da kaum Benefit. Aber wenn die Daten, das ist der letzte Punkt auf der Folie hier, wenn die Daten nicht wirklich das repräsentieren in meinem Graphen, die ich in meiner Jahrwelt geschrieben habe, soll ich mir überlegen, ob es überhaupt für mich Sinn macht, so einen Graphmapper zu verwenden oder ob ich es nicht sein lasse. Was auch schön ist, sind Batch Operations. Da ich ja schon darüber sprach, dass wir zum Beispiel auch einen Cache haben, um die Relationen später zu verknüpfen, eigentlich schneller zu arbeiten, ist so ein Cache irgendwann das Bottleneck, wenn ich viele Daten verarbeite. Ich habe die Erfahrung auch mit dem Entity Manager von JPA gemacht. Dessen Cache wächst auch, wenn ich dann irgendwie hunderte, tausend von Einträgen verarbeite. Das war keine gute Idee. Und dann komme ich in so Phasen, wo ich dann sage, ich leere mal den Cache oder so. Aber eigentlich ist so was wie Cache lernen innerhalb einer Session oder so, also jetzt sagen wir schon mal nicht Transaktion, aber innerhalb einer Session eventuell auch gefährlich, weil dann Informationen verloren gehen und irgendwie die Daten eigentlich nicht mehr stimmen. Also Batch-Operationen sollte man vermeiden. Genau. Und mit diesen negativen Sachen möchte ich euch natürlich nicht entlassen. Wenn ihr jetzt Bock habt, mit Neo4j zu spielen, ich muss kurz gucken, und ihr habt eigene Daten, mit denen ihr spielen wollt, haben wir ein paar Import-Sachen für euch. Von Haus aus kann Neo4j CSV, das ist eben oldschool, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich kann also meine Daten, wenn es möglich ist, als CSV exportieren, irgendwo bereitstellen, konsumieren und dann über den Load CSV-Statement dann sagen, diese Spalten zum Beispiel sollen genau auf diese Node in der Property gemappt werden. Ein bisschen angenehmer und auch nicht Export-Import so stark belastend ist APOC zu verwenden. APOC ist eigentlich unsere Bibliothek, wo wir noch mehr Graph-Algorithmen drin haben. Funktionalitäten, also einfach Neo4j-Funktionalitäten erweitern, aber auf einer, sagen wir mal, offiziell unsupported Basis. Es ist Community-Plugin, aber es hat eben zu seinen ganzen Mächtigkeit der Graph-Algorithmen noch so ein bisschen Import-Teil dabei und bietet eben diese Schönheit, dass ich JSON-Daten importieren kann. Das heißt, ich habe irgendwo bei GitHub irgendwas liegen, was ich importieren möchte. Interessante Daten gefunden, die ja vielleicht öfters mal in JSON dastehen, über eine HTTP-Schnittstelle, die über JSON bereitgestellt wird. Oder, und das ist natürlich wirklich ganz cool, ich ziehe einfach die Daten aus meiner relationalen Datenbank schon raus, die ich habe. Und kann eben dann auch tabellenweise oder über Tabellen hinweg arbeiten. Gefällt mir jetzt alles nicht. Kann ich euch heute leider kein Bild zu zeigen gerade, weil ich es noch nicht gestartet hatte und wir so wenig Zeit haben. Könnt ihr das ETL-Tool verwenden? Das gibt es seit ein paar Monaten gratis. Im Desktop kann man sich eben, was ich vorhin schon gesagt habe, mal so Plugins dazu klicken. Das ist ein grafisches Tool, um JDBC-Daten zu importieren. Ihr sagt den Datenbanknamen, Credentials, selbstverständlich, und es versucht anhand der Daten, die es vorfindet, euch ein Graphschema zu zeigen. Also ich habe hier den User, End-to-End-Mapping irgendwie, der hat Hobbys, andere, ne? Ich sehe das ja nur und dann kann ich sagen, ja, ich möchte, dass es bitte so heißt, die Relation und meine Nodes, die immer einen User repräsentieren, sind Anwender. Ich kann es eben umbenennen und kann danach einfach sagen, Feuer frei. Und meine SQL-Daten werden gezogen, on the fly konvertiert in eine Neo4j-Datenbank. Gerade bei M2M-Tabellen ist natürlich die Gefahr groß, dass Neo4j eventuell die Richtung missinterpretiert, in die Daten gemappt sind. Kann man sich einerseits behelfen, indem man einfach die Relationsnamen umdreht, wenn das irgendwie möglich ist. Oder man muss dann doch versuchen, eine von den weniger abstrahierten Importlösungen zu verwenden, um expliziter zu definieren, was möchte ich genau aus dieser Spalte importieren. Das Schöne ist ja, dass eine Relationendatenbank immer in Graph-Datenbank abbildbar ist. Andersrum ist es so ein bisschen schwerer.
Richtig, aber die Richtung ist eben manchmal ein Problem, ne? Also ich hatte das, vielleicht habe ich ja noch, hier ist ein Beispiel nochmal von, wie das alles aussieht. Ich habe das ja mal beschrieben. Ja, im Bild habe ich Staatsschwenks hier drin. Ah, das ist natürlich jetzt nicht so super zu sehen. Ich habe die Employee-Datenbank von, als diese SQL-Beispiel-Datenbank einmal importiert. Und hier gab es irgendwo, ja, also hier gibt es zum Beispiel ein Department. Also ein Employee und dann gibt es diese Departments. Ich würde es genau andersrum modellieren, meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob sie richtig ist. Und das Department hat eigentlich jetzt einen Pfeil als Relation. Das ist der Department-Employee und das, oder ein Employee kann auch der Department-Manager sein. Eigentlich hätte ich eher sowas wie Employee ist employed in the Department oder Manager of Department. Wo ich einfach den versuche, die Beschreibung umzudrehen. Hier ist sie jetzt richtig rum. Aber, also hier ist die Beschreibung richtig rum, aber eigentlich würde ich es mir lieber andersrum vorstellen, müsste eigentlich einen anderen Importweg wählen an der Stelle. Aber so kann man wenigstens mal schnell seine vorhandenen Daten sich in die Datenbank reinziehen. Und einfach mal eine Neo4j reinziehen und einfach mal rumspielen. Weil, also vor allem lädt eine Neo4j einfach zum Spielen ein. Die Demo-Folie. Demo machen wir gleich nochmal. Wer keine eigenen Daten hat, der kann sich bei uns Sandboxes klicken. Sandboxes sind ein kurzlebige, 2 Tage bis eine Woche verlängerbare Cloud-Instanzen, wo wir unterschiedliche Bekannte, zum Beispiel unten, da oben sind nochmal die Panama Papers, Use Cases drin haben, die meistens auch noch einen Guide mit drin haben. Wie ich ja vorhin schon sagte, kommt eine Neo4j-Instanz. Wenn ich mir so eine Cloud-Instanz klicke, kriege ich natürlich meine Bolt-Verbindungsdaten, um mit einer Applikation mich dagegen zu verbinden. Aber ich kriege auch die Zugangsdaten für den Browser, die hinter der hinter der Instanz liegt. Und wir haben die Möglichkeit, sogenannte Guides in einem Browser anzuzeigen, was einem so das erste Spielen mit den Daten mitvermitteln kann. Das heißt, hier, du hast die Trump-World-Datenbank ausgewählt. Und dann wird einem empfohlen, was könnte ich jetzt als Queries ausführen, was macht Sinn mit dem Datensatz. Da wird mir mal erklärt, welche Labels der Entitäten beschreiben was, falls sie nicht für sich selber sprechend sind. Und da wird einem so ein bisschen der leichte Einstieg gegeben, bevor man eben vor so einen Datenhaufen sitzt und weiß gar nicht, was man jetzt damit machen soll. Wird das noch ein bisschen spielerisch vermittelt an der Stelle. Genau, also kriegt man so eine Instanz, klicken, klicken, klicken. So. Ich will jetzt nicht sagen, vergesst alles, was ich bis eben gesagt habe. Ich möchte noch über ein anderes Projekt sprechen. Das versuchen wir natürlich jetzt vor 8 noch fertig zu bekommen. Spring Data Neo4j RX. Viele haben jetzt den Neo4j schon mal gesehen. Viele haben vielleicht auch andere Data Source schon gesehen, die im sogenannten NoSQL-Bereich angesiedelt sind. Wer hip ist, macht Reactive. Und auch Neo4j wird, jetzt müsste hier eigentlich so ein Safe Harbor Statement kommen, wahrscheinlich, reaktiven Support liefern in der nächsten Major-Version, in der 4.0er-Version. Also begab es sich natürlich dahin, dass der Treiber reaktiv werden muss, aber auch alle Sachen, die den Treiber konsumieren, sollten eventuell auch Reactive Support bieten. Und gerade in OGM haben wir festgestellt, durch das starke Caching der Daten, wie es da drin passiert, haben wir relativ schlechte Möglichkeiten, reaktiven Support zu liefern. Und ich würde es so als Once-in-a-Lifetime-Chance nennen, haben wir die Möglichkeit bekommen, nicht weil wir danach gebettelt haben, sondern weil wir Argumente geliefert haben, die eigentlich unabhängig von dem Ziel waren, was dann passiert ist, Spring Data Neo4j nochmal neu zu entwickeln. Das heißt nicht, dass man alles vergessen muss, was wir vorher gemacht haben. Aber wir versuchen daraus zu lernen, wie ist OGM gewachsen, wie sieht SDN gerade aus, was sind die Anfragen von den Benutzern, die wir bekommen, was sind die Probleme der Benutzer. Nochmal zu reflektieren oder auch ja, ein bisschen egoistisch, was sind unsere Probleme, gerade mit dem Code, den wir haben.
nochmal zu reflektieren. Und wir haben Anfang des Jahres gestartet, irgendwann im Frühjahr, vor Frühjahr, SDNX ins Leben zu rufen. Das ist aktuell noch private, wird voraussichtlich nächste Woche jeweils auf Source Code Basis mit begleitendem Blog-Eintrag dazu nochmal, der ungefähr das reflektiert, was ich jetzt auch sage, live gehen. Also public gehen. Wir werden eventuell noch keine richtige Version raushauen, aber man kann sich den Code schon mal angucken. Wir ziehen alles in die Spring-Welt. Wir haben gelernt, dass wir sehr viele Anwender haben, darunter auch Kunden. Für die gab es niemals eine Trennung zwischen OGM und Spring Data Neo4j. Sie benutzen eigentlich immer Spring Data Neo4j, weil sie haben Spring-Applikationen. Tut mir leid. Ist okay, du kannst auch Spring Data benutzen. Ohne das Rest. Ja, okay, aber man hat eben alles drin. Also, okay. Aber Spring Framework als solches analysiert mir den Class Path, gibt mir die Daten zurück, die ich brauche, gibt mir sehr viel Support im Mapping von Daten. Und was wir hatten mit OGM, das Problem, was wir davon hatten, war, dass wir immer noch mal so einen Hook reinbauen mussten. Also Spring sagt mir, ich soll das tun, OGM, was willst du denn? Und es gab immer so unerwartete Effekte für den Benutzer. Es war überraschend. Ja, zum Glück ein bisschen defensiv aufgeschrieben. Wir bringen Reactive Support mit. Was ich jetzt als Not Only Reactive Support aufgeschrieben habe, aber wir wollen dieses Dogma haben. Wir wollen Daten, die reinkommen, so schnell wie möglich wieder rausliefern. Wir wollen Daten, wenn es geht, kaum cachen. Das soll einfach durchflutschen. Das war eine Sache, die OGM aktuell nicht konnte. Das heißt, also gerade in der Batch-Verarbeitung ist der Cache immer angestiegen, bevor ich überhaupt Daten gesehen habe in meiner Anwendung. Wir bieten, wie alle coolen Kinder heutzutage, einen Client an, weil wir Reactive haben. Menschen hier im Raum, die kein Spring Data gemacht haben, kennen das auch nicht, leider. Es gab immer sowas wie ein Template, nochmal so als Abstrahierungsform von den Repositories. Das heißt, ich habe nochmal so einen vereinfachten Datenzugriff, zwar schon im Spring Data Universum, aber ich brauche keine Repositories schreiben. Ich kann meine Daten auf einfache Weise holen, nennen wir sie erstmal einfach, und selber angeben, wie sie gemappt werden sollen und mit zurückholen. Genau diese Zwischenebene, das war das, was vorhin auch schon mal gesagt wurde, was, wenn ich hier gerade mal analysiert wurde, die wurde aus Spring Data Neo4j damals mal entfernt, die bringen wir wieder mit rein. Und damit Leute, die sich eventuell in Cypher nicht so gut auskennen oder die ein bisschen Guidance haben wollen, nicht ganz verloren sind, wenn sie ihre Abfragen definieren, schreiben wir gerade dazu noch eine Cypher-DSL. Die ist zwar Bestandteil von Spring Data Neo4j AX, wird für uns aber so on-demand, oder die schreiben wir nur so on-demand. Die wird jetzt nicht die Cypher-DSL, die alles kann, das ist die Cypher-DSL, die wir gerade brauchen, um das, was ich euch vorher gezeigt habe, zu unterstützen. Also die ganzen Quad-Methoden, die Derived-Finder-Methoden und sowas. Die schreiben wir on-demand, die wird eben erstmal als internal API rauskommen. Eventuell werden wir sie dann als Public API irgendwann umflaggen, dass sie auch empfohlen wird zu verwenden. Real Immutable Mapping. Ich habe dieses Real, hätte man eigentlich noch fetter schreiben müssen. Aktuell ist es leider so, auch wenn ich in der Spring Data Welt Immutable Objekte erstellen kann, Immutable Objekte, die so aussehen, als wären sie immutable, schlägt OGM noch immer mit der Reflection-Keule drauf, bis da wirklich alle Werte gesetzt sind. Das ist eben so das falsche Versprechen gegenüber des Anwenders eigentlich, wenn er Immutable Objects haben will. Ja, und wir haben schon eine, warum nicht zwei, neue Spring Boot Autokonfiguration. Da ihr noch kein Spring Data Neo4j verwendet habt, interessiert euch das vielleicht noch nicht so viel, in Zukunft mehr. Wir haben unsere Autokonfiguration in Schlackt, genau für die Anwendungsfälle ausgerichtet, die wir bedienen wollen. Wir arbeiten enger am Driver, was auch bedeutet, dass der Driver der einzige Transportmodus ist, den es noch gibt.
Das heißt, wir benutzen Bold. Ohne Versprechung zu machen, es könnte sein, dass auch Embedded Support im Driver kommt. Aber HTTP ist erstmal nicht im Scope für SDNX. Wir müssen uns irgendwo einfach sagen, hier ist das Projekt vorbei. Erstmal im ersten Wurf. Wir wollen nicht uns wieder beschäftigen, wie kann ich die Form irgendwie mappen auf den richtigen Transportmodus, die ich hier gerade vorfinde. Frage, braucht das nicht alles viel Support vom Spring Data selber? Neue Abstraktionen für Reactive und alles andere? Ja. Also das bedeutet dann eine zukünftigen Version von Spring Data wird dafür gebraucht, oder? Richtig, also Spring Data Neo4j RX ist angedacht und das ist nur Stand heute, wo ich nur mit einem Kollegen gesprochen habe. Teil der nächsten Major-Version von Spring, des Spring Data Release Trains zu werden. Wenn jetzt erstmal eine Miner-Version rauskommt, dann laufen wir eben erstmal parallel mit Spring Data Neo4j RX. Bis dahin werden wir weiter Miner-Version und Patches für Spring Data Neo4j, wie es jetzt existiert, rausbringen. Wir werden halt über Transitionsphasen sprechen müssen. Aber ich meine, mit den Anwendern. Vermutlich um die ganzen Reactive-Sachen brauchst du auch Reactive-RPs in Spring Data kommen. Ja, aber die sind schon da. Die sind schon da. Die sind schon, lass mich lügen, ja da. Mhm. Mindest. Also die liegen da schon, die wollen nur benutzt werden. Das ist das Schöne. Also, dann ist mein Wissen veraltet. Okay. Genau, also wenn jetzt hier ein Josh Long oder so auf Tour geht oder ein Mark Heckler, dann zeigen die immer ihre tollen Beispiele in MongoDB. Das werden sie bald nicht mehr machen, die werden Neo verwenden, aber es ist schon alles da im Spring Data Neo4j. In Spring Data Commons. Die Infrastruktur ist da. Spring Data hat im letzten, oh Gott, ist das schon ein Milestone? Oder ist nur Bestandteil? Im letzten Milestone, egal, auch reaktive Transaktionsmanager rausgebracht. Das heißt, wir können wirklich die ganze imperative Welt, die wir haben, ummünzen auf die reaktive Welt und das mit anbieten. Und können uns natürlich auch an dem Wissen bei Pivotal bedienen, um SDNX super zu machen. Das sind also nicht weniger wollen wir erreichen. Hier sind nochmal so schöne kleine Beispiele, wie das aussehen könnte, wenn ihr zum Beispiel die Cypher DSL verwendet. Hier habe ich jetzt eine Person geladen. Ich habe das Hero-Beispiel da vernachlässigt an der Stelle. Ich möchte mir so ein Statement erstellen. Es sieht aus von den Terms, die ich schreibe, Methodenaufrufe wie Cypher. Also mehr oder weniger. Aber da haben wir uns eben darauf geeinigt, da eine kleine, schlanke DSL zu schreiben, die mir genau das. Wir wollten eben keine String-Bilder mehr durchreichen und appenden an der Stelle. Genau, und dann ziehe ich mir zum Beispiel einen reaktiven Client rein, würde dann mein Statement reingeben, würde die Sachen mappen lassen, also automatisch, weil registrierte Nodes werden, sehen wir gleich auf dem nächsten Slide, werden dann einfach gemappt. Genau, ich könnte es customisieren, das ist dann so dieser Reactive Client, über den ich sprach, wenn ich Daten lade, von denen ich nicht weiß, das sind keine Nodes, das ist irgendwas, wie sollen die bitte gemappt werden und kann mir die eher zurückgeben lassen, muss natürlich am Ende subscriben, damit ich damit arbeiten kann oder damit ich sie überhaupt bekomme, die Daten, wie es eben bei reaktivem Code so ist. Da kann ich zwar so eine Anleitung erstellen, was ich alles machen möchte, aber wenn sich keiner darum kümmert, das irgendwie zu konsumieren, Pustekuchen, dann wird nichts passieren. Genau, das ist ein bisschen viel Code. Ich habe die Person jetzt mal genommen, die ich in einem anderen Beispiel hatte. Zu dem Immutable Mapping. Also man muss eben, es braucht keine Default-Konstruktoren mehr, glücklicherweise. Die Zeiten sind dann vorbei. Ich kann dieses Wither-Prinzip benutzen, was vielleicht einige von euch kennen. Das heißt, ich habe ein Objekt, ich instanziere erstmal ein Objekt mit Nulls, und dann bekomme ich die ID rein, packe die ID rein, erzeuge wiederum ein neues. Also es geht darum, das Objekt immutable zu halten, was ich immer an den Anwender zurückliefere. Und würde hier immer weiterführend, wenn ich danach den Namen bekomme, die ID, die in dem vorher erzeugten Objekt sitzt, weiterverwenden, den Namen dazu und habe dann mein vollständiges Objekt an der Stelle. Und hier habe ich jetzt mal Lombok verwendet.
weil ich einfach noch mehr Parameter rangeschmissen habe, weil wir sie alle haben. Aber ich kann eben auch sowas zum Beispiel verwenden wie ein All-Args-Constructor, wo ich alle Werte reinschreibe. Und erst wenn alle Werte da sind, wird dieses Objekt erzeugt. Aus der Entität. Ich habe die Annotation Node vergessen, die wir dann dafür einführen und mir zurückgeliefert. Das ist alles sehr viel Code und ich habe mir natürlich bewusst sehr viel Code draufgeschrieben, damit man dann gleich dieses schöne, schlanke Beispiel in Kotlin sieht. Ja gut, er hat nicht so viele Properties an der Stelle. Aber genau das wäre eben in Kotlin jetzt auch möglich. Einfach Data Classes definieren. Man kann wirklich alles als var setzen und nicht als var. Und die Klasse wird ordentlich gemappt an der Stelle. Genau. Jetzt muss ich mal schauen. Genau. Für die, denen das vielleicht zu langweilig wird, was ich noch zeige, hier nochmal die Links zu den Sachen, die ich eben gerade gezeigt habe teilweise, worauf ich verwiesen habe drauf. Desktop, Sandbox, also die ICIJ, Neo4j ICIA Desktop kann man unter der ICIJ-Adresse erreichen. Das ist eben speziell gemünzt, diese Instanz. Das heißt, man bekommt nochmal die aktuellen Daten, wenn man wieder neu startet und sowas. Updates. Es ist aber eine ältere Version von Neo4j drin. Wenn man jetzt wirklich mit der letzten Version spielen möchte, geht das eben nicht so gut. Zu empfehlen, gerade aktuell unser Gratis-Buch, frisch rausgekommen im April. März, Mai, April. Ja, April. Nur für eure E-Mail-Adresse und keine weiteren Daten von euch. Könnt ihr es hier runterladen. Ist sehr interessant, wer damals Graphtheorie wenigstens ein bisschen interessant fand in der Uni oder reflektierend sagt, ach, hätte ich mal mehr aufgepasst. Dem würde das eigentlich, glaube ich, ganz gut gefallen an der Stelle, sowas mal wieder aufzufrischen. Es ist wirklich technologienah auch. Also Use Cases, Lösungsvorschläge. Also welcher Algorithmus ist dann dahinter? Lösungsvorschläge. Ich bin bis jetzt noch zur Hälfte durch, aber bis dahin fand ich es eigentlich sehr schön zu lesen. Und wie gesagt, kostet nichts, nur eine E-Mail-Adresse. So, und wer den Code nochmal in Arbeit sehen möchte, habe ich schon mal was vorbereitet. Alles, was ich euch jetzt zeige, ist 1:1 bis zu einem bestimmten Punkt auf das Spring Data Neo4j, also SDN, wenn ich SDN sage, meine Spring Data Neo4j, auf das SDN, wie es jetzt aktuell released ist, auch anzuwenden. Wenn da irgendwelche Unterschiede sind, dann zeige ich es euch gerne. Also meine Idee war, diese Helden zu nehmen, die wir alle kennen und hier schon natürlich die erste Neumagie reinzubringen. Ich hoffe, ihr könnt das super, ihr müsst es eigentlich super lesen können jetzt. Was vorher Node Entity war, heißt jetzt aktuell in dieser SDN RX-Version nur Node. Und ich habe den Support, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, von den Immutable Objects, wenn ich einen Konstruktor erzeuge mit allen Werten drin. Und ich möchte die eigentlich nur in der Web-Anwendung zurückgeben. Wenn das Ding eigentlich immutable ist, warum sind das nicht private final fields? Besser? Besser. Oh Gott. Und um die Daten zurückzugeben, habe ich eben auch wie vorhin in den Beispielfolien so ein Hebo-Repository angelegt. Das sieht erstmal genauso aus wie das, was ihr vorhin gesehen habt. Ich extende diesen Typ, diesen anderen Interface und bekomme eben alle Quad-Funktionalität dazu. Das heißt, wenn ich mir jetzt aber Spring sagt den meisten was nochmal, ne? So. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Könnt ihr das hinten noch gut lesen? Ich kann das nicht interpretieren, ob ihr das gut lesen könnt gerade. Okay. Wenn ich sowas wie find all, also ich, wer mag lieber Java IE? Wollt ihr drüber sprechen? Okay. Also ich injecte mir aus dem Spring Framework, oder aus der Spring Framework Funktionalität, das Repository, das Interface, was ich vorher angelegt habe. In dem Fall wird mir dann wirklich natürlich, damit ich ein Objekt habe, so eine Art Proxy dann reingegeben, aber es ist mir eigentlich egal. Das Repository
was ich definiert habe, was keine weitere Zeile in dem Interface-Definition besitzt, liefert mir, danke, dass du jetzt so aufschlägst, liefert mir Find-Methoden, Count-Methoden, Delete-Methoden, Exist-Methoden, weitere Finds, Saves. Okay, das war's dann. Wieder aber diese Standard-Quad-Funktionalität, die jetzt schon mehr ist als die von OGM. Und ich könnte eben sowas wie ein Find-All machen. Wir sind jetzt gerade in der iterativen Welt. Und könnte mir dann, ich habe, glaube ich, einmal einen Beispieldatensatz angelegt mit unserer, ich hätte das natürlich auch schön in Stream-API schreiben können. Und würde mir dann eben den einen Heldeneintrag direkt rausziehen. Also natürlich rot, natürlich ist er rot. Moment. Typischer Auto-Config-Phänomen. Der ist rot, weil ich weiß es gerade nicht. Ja, Vorführeffekt. Ja, danke. Warum willst du das? Warum willst du das? Warum? Ach so, nee. Warte mal kurz. Ich muss noch ein bisschen was löschen. Ups. Ja, super. Wir stellen uns das einfach mal vor, wie ich jetzt hier alle Superhelden, also den Spider-Man, gesehen hätte. Das liegt daran, dass ich euch noch ein anderes Feature zeigen will, wahrscheinlich gleich an der Stelle. Ah, hier ist er. Da ist der Übeltäter gewesen. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Ich hätte mir schon den reaktiven Client genommen, an der Stelle, weil ich den Test. Ja. Genau. Also hier ist es ein bisschen abstrahiert. Man sieht noch die Statements. Ich habe leider noch nicht so still bekommen, dass es hier ist. Ich lösche mir einmal die Datenbank leer. Lege mir dann wirklich nicht durch das Framework, sondern als wenn es schon davor existiert hätte, Beispieldaten an. Hier sieht man so ein generiertes Statement, was wir gerade haben, weil ich ja alle Helden haben möchte. Und der nicht zwingend vorhandene Hero wird ausgegeben. Genau, das geht für, wie ich es meinte, mit aller Quad-Funktionalität, die man hat. Das gleiche, jetzt nochmal, damit ihr seht, dass ich euch keine Lügen verkauft habe, nehmen wir einfach den Name, Repository find by name, Find by name existiert noch nicht, legen wir uns in unserem Repository an, also wirklich diese derived finder message, wie ihr vorhin gesehen hattet. Sie steht einfach jetzt nur da, wird mit analysiert, wenn diese Repositories initialisiert werden. Ich gehe zurück in meinen Test, sage an der Stelle, ich möchte das bitte zurückgeben. Für dieses Find by Name, was erstmal relativ einfach ist, aber um mal die Funktionalität zu zeigen. Und ich bekomme genau ein Ergebnis zurückgeliefert. An der Stelle. Wie auch wir sehen, alle Queries wurden wieder durchgefeuert, alle Daten wurden erzeugt. Machen wir mal so ein schönes. Gucken, was, nicht, dass ich was kaputt gemacht habe. Huch. Ja, ein bisschen schöner, nur was wir den Superhelden sehen. Ach, der hat das Rest für dich alles erzeugt. Wie bitte? Der hat das Two-String für dich alles erzeugt. Ja, genau. Also das ist ein Lombok, ich wollte das gar nicht groß kommentieren. Das ist eine Lombok-Annotation.
Data, ich könnte jetzt natürlich ein paar Sachen auch wegnehmen schon, aber ich wollte jetzt nur ToString haben. Yeah. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist Data zu verwenden. Ich bin jetzt nicht der große Lombok-Evangelist, aber für so eine Demos lohnt es sich eigentlich meistens immer Lombok zu verwenden, wenn man nicht so viel Code schreiben muss, wenn man mal kurz was hinpacken möchte. Genau, ich hatte aber gesagt, also ich habe jetzt wenigstens mein Repository getestet, weil man sollte ja erstmal Sachen testen, bevor man weiteren Code schreibt. Und habe dann einen REST-Controller geschrieben, einen HTTP-Endpunkt definiert, wie auch immer, der mir auf die Root-Adresse meiner Webanwendung einfach alle Helden zurückgeben soll. Und meine Anwendung besteht jetzt nur, meine Webanwendung besteht jetzt genau aus diesem. Daraus. Am Anfang initialisiere ich ein paar mehr Daten, damit wir ein paar mehr Daten einfach sehen und nicht immer nach der einen Zeile Code gucken müssen. Die Anwendung ist gestartet. Ich kann jetzt mit HTTP oder Curl da drauf gehen und bekomme die Daten. Was wir jetzt erstmal merken, müsst ihr euch nicht, wir gucken uns gleich nochmal drauf, merken sind zum Beispiel auch die Headers, wie die Daten zurückkamen. Dieser Block kam jetzt in einem Rutsch vom Server. Die Daten wurden aus der Neo4j geladen, blockend, über die blockende API und reingespielt. Wenn ich jetzt reactive arbeiten möchte, ist natürlich ein Paradigmenwechsel. In meiner kleinen Beispielanwendung kann ich euch das jetzt einfach reinhauen und ihr seht gleich die Änderung, die wir haben. In einer größeren Anwendung muss man sich im Vorhinein klar sein, worauf man setzen möchte, weil man doch sehr viele API-Veränderungen hat. Also Typen ändern sich und ähnliches. Und das seht ihr jetzt einfach auch ganz kurz in dem Beispiel nochmal, damit ich euch nämlich auch zeigen kann, was so der aktuellste Stand von Spring Data ist, Neo4j RX ist. Ich muss hier leider noch so ein Fleckchen setzen, damit ich jetzt in den reaktiven Part wechseln kann. Wir benutzen hier für die Anwendung Spring Boot mit unserem schon erwähnten Spring Boot Autoconfigurator. Das heißt, der ist dafür zuständig, mir alle Sachen zu initialisieren, die ich zur Verwendung für meine Repositories brauche. Ich wäre jetzt froh, wenn ich das hier klein klappen könnte. Es gibt keine weitere Konfiguration, die ich jetzt anlegen muss. Ich habe alles über die Properties definiert, was ich brauche. Ich habe eine URL und ich habe meine Benutzerdaten hinterlegt. Daraus wird mir ein Treiberobjekt erstellt. Und ich bin nicht dafür zuständig, eigene Beans oder eigene Beans zu erstellen an der Stelle. Ich kann das noch immer customisieren, wenn ich möchte. Die Möglichkeit habe ich. Aber sonst muss ich mich eigentlich um nichts kümmern. Und im besten Fall muss ich mich auch nicht mehr darum kümmern, hier irgendwie so ein irgendein Property hinzuschreiben. In Zukunft. Aber aktuell ist das noch gebraucht. Wollen wir das Ganze reaktiv betreiben? Müsst ihr mir gleich nachher an einer Stelle nur noch glauben. Bin ich jetzt hier reactive. Wenn ich reactive bin, möchte ich nicht mehr blockende Datentypen zurückliefern, sondern sogenannte Publisher. Publisher ist eine sehr weite, sehr, sehr, sehr hohe Abstrahierung. Es gibt in der Spring-Welt, aber nicht unbedingt an Spring gebunden, das Projekt Reactor mit seinen eigenen Typen. Und in Spring-Projekten ist es eigentlich convenient, diese Projekt-Reactor-Typen zu verwenden. Also wenn ich ein Ergebnis erwarte, verwende ich ein Mono. Ich hoffe, das Mono kann ich auch euch nochmal zeigen, was das ist. Oder man verwendet ein Flux, wenn ich sowas wie eine Collection zurückliefere. Also einen Strom von Signalen, die ich zurückbekomme. Ein Mono ist der Strom von keinem oder einem Signal, was man zurückbekommt. Und hoffentlich ist jetzt hier das Bild dabei. Ja, ich habe kein oder ein Signal. Das Schöne an Projekt Reactor ist, dass es überall mit diesen Bildchen Sachen beschreibt. Wenn man jetzt noch den Text darüber, darunter und daran liest, hat man wirklich eine sehr gute Vorstellung, was diese reaktiven Typen bedeuten. Es gibt eigentlich nur diese zwei Typen, um die man sich mit denen man arbeiten muss. Das ist der Monotyp für ein Element, eventuell ein Element, also 0 oder ein Element, Flux für 0 bis n Elemente. Und da ich aber bei meinem Hero so sicher war zu sagen, hey, ich liefere nur ein Element zurück, da ich nur einen habe, der genau den Namen hat, kann ich hier diesen Einzeleintrag zurückliefern.
Auf Controller-Ebene sind wir erstmal so, dass wir sagen, oh Mist, wir haben jetzt ja dieses Find-All aufgerufen. Machen wir es gleich ordentlich. Bekommen wir den Mono zurück und kann aber auch mit den aktuellsten, also auch schon in Spring Boot, das muss ich lügen, 2.0 sind die Webflux oder diese Flux-Typen schon dabei und die Webflux-Projekte auch schon da, kann ich einfach sagen, okay, das ist mir jetzt, ich möchte alle zurückliefern, ich bin dämlich. Entschuldigung, ich habe gar nicht Find by Name gemacht. Das ist, wenn ich irgendwo den Mono benutzen möchte, zum Beispiel in einem Test. Ich raus einfach mal kurz weg. Hier ist noch ein Test für Find by Name. Ich möchte aber auch dann den reaktiven Neo4j-Client verwenden, den wir haben. Deshalb war der Code nämlich auch schon vorher dran, hat vorhin geknallt. Und reaktiver Code ist relativ schwer zu testen, das ist ein asynchroner Code. Ich würde es asynchronen Code noch komplexer nennen. Man muss sich da reindenken, wenn man drin ist, geht es. Man wird weniger überrascht. Aber den asynchronen Code zu testen ist schwer, genauso verhält es sich mit reaktivem Code. Deshalb gibt es gerade für dieses Project Reactor auch noch ein Testmodul oder ein Test-Dependency, die man sich reinziehen kann, die so einen Step-Verifier hat. Und die simuliert wirklich, dass ich weiter steppe durch meine Ergebnisse. Und zum Beispiel kann ich dann sowas machen wie, ich möchte den einen Helden holen, der Spider-Man heißt. Das ist jetzt aber dieser Monotyp. Aber ich erwarte, dass der nächste Inhalt in diesem Mono ist genau mein Spider-Man-Typ. Und ich muss dann eben noch so ein Verify drunter packen, damit ich auch sowas wie, was ich vorhin schon gesagt habe, ein Subscribe habe, weil sonst nichts passiert. Ich muss sagen, ich möchte wirklich Daten haben. Und wenn wir uns jetzt den Code hier angucken, sehen wir, eben, es sieht ähnlich aus. Ich habe dieses lieber kleine nochmal nicht weggemacht. Ich habe das Match, ich habe das Create. Ich habe auch mein Query, jetzt mit dem Platzhalter drin, ich kann das auch machen, das wäre legaler Code, der in den IntelliJ, warum auch immer, auf einmal mir markiert. Ich könnte das Verify Complete auch weglassen, den Code laufen lassen und zeige euch auch, dass dieses reaktive Versprechen, was man hat, jetzt keine Lüge ist. Weil wenn ich gar nicht das Verify Complete mache, was das Subscribe widerspiegelt an der Stelle, seht ihr nur, dass ich das Match habe, Match und Delete habe, was am Anfang meine Daten löscht. Hier die erste Anliegen meiner Beispieldaten und es wird überhaupt kein Query ausgeführt. Der ganze Code wird niemals ausgeführt, sobald nicht irgendwie ein Consumer oder ähnliches dran sitzt, um die Sachen zu laden. Dann habe ich das nämlich nochmal gezeigt hier an der Stelle. Einmal vergessen und der Test ist immer grün. Wie bitte? Einmal vergessen und der Test ist immer grün. Richtig. Okay. Also ich. Ja. Eigentlich schon, aber wenn man mit diesen Typen arbeitet, ehrlich gestehen muss ich sagen, ich sitze seit einer Woche dran, um den zu erzeugen, also die Swing Data SDNRX-Teil der reaktiven API zu schreiben. Man denkt sich da relativ schnell rein. Ja. Natürlich gibt es hier und da dann irgendwie wieder Sachen, die dann neu sind, aber es ist eben eigentlich wie ein neues Programmierparadigma, wo man sich reindenken muss. Genau. Und zu guter Letzt jetzt nochmal hier das Beispiel mit dem Controller, das mir gerade hier auf die Frage schon fertig gelockt hat. Wenn ich natürlich das Repository als reaktives Repository habe, habe ich als Result-Typen auch nie mehr sowas wie eine Liste. Ich habe dann diese Flux oder Monos, wenn ich diskret nach einer ID suche oder ähnliches. Diese Flux kann ich eben dann rausliefern. Weil ich auf der anderen Seite ein Client, der reaktive Sachen konsumieren kann, kann er auch wirklich weiter reaktiv arbeiten. Ich störe diese Kette nicht mehr an der Stelle. Und wenn wir unsere Anwendung jetzt nochmal starten, in der Hoffnung, dass ich gerade alles richtig gesetzt habe. Achso, ja, ich habe den Test nochmal. Hä? Ich habe doch das? Nee, habe ich nicht. Wenn wir die Anwendung jetzt nochmal neu starten, die reaktive Anwendung, und dann nochmal, ich kann es euch jetzt nur anhand dieser HTTP-Rückgabe, die wir vorher schon gesehen haben, nochmal zeigen, wird die Web, wird die HTTP-Seite
mangels anderer Möglichkeiten in diesem Transportmodus darauf zurückfallen, dass es Chunk Data liefert. Das sieht jetzt nochmal aus wie ein Datensatz. Es ist mit solchen Command-Line-Clients relativ schwer, Streaming-Data darzustellen. Ihr müsst mir an der Stelle einfach mal glauben, dass wir da schon was geändert haben. Ich wollte eigentlich noch einen Test reinbauen, der uns sagt, hier ihr blockt und ihr blockt nicht mehr. Leider haben wir da ein paar Dependency-Versionsprobleme. Aber ansonsten ist das, soll das Beweis genug sein, dass es funktioniert. Und soll euch hoffentlich noch mehr Spaß machen, bald mal mit Neo4j zu arbeiten, wenn wir auch reaktive Datentypen unterstützen. Und nicht nur nach vorne zum Anwenderseite, zu eurer Applikations-API-Seite, sondern auch nach hinten rum sind wir reaktiv. Das heißt, wir unterstützen sowas wie Backpressure etc. pp. Hey, ich kann jetzt nur 5 Sachen bearbeiten, Server, bitte warte mit den Daten zu senden. Weil ich finde, und das war eben auch die Sache, weshalb wir vorher nicht mit reaktiven Typen kamen. Jetzt seit, wie gesagt, seit einem Jahr gibt es offiziell die API in Spring Data, um mit reaktiven Typen zu arbeiten. Na klar kann ich sowas implementieren. Ich kann sowas auf der Client-Seite des Drivers mit implementieren, dass es so aussieht, dass ich reaktive Daten habe. Aber wenn mir meine 100.000 Objekte oder 100.000 Einträge von irgendwas erstmal textuell schon auf der Client-Seite landen, da habe ich kein reaktives Versprechen gehalten. Und das wollten wir nicht. Genau. Und somit danke ich euch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ihr habt Bock bekommen, Neo4j zu verwenden. Bitte. Wer möchte, kann auch Aufkleber haben, um ein bisschen Fankultur zu zeigen für Neo4j. Genau. Danke fürs hier sein. Habt noch einen schönen Abend. Die Party beginnt hier gleich in 15 Minuten. Genau. Wenn es noch Fragen gibt, dann entweder vor allen oder gleich nochmal beim Bier oder so. Ja, schön. Ja. Vielleicht haben wir einfach nicht aufgepasst, aber bei diesem Repository ist wahrscheinlich dieser zweite Parameter, dieser Long-Parameter. Das ist ja irgendwie, hat irgendwas mit Tiefe zu tun. Ja. Da hatte ich verstanden, zunächst, dass sozusagen der Graph sozusagen in die Tiefe sozusagen automatisch nachgeladen wird. Bei der Abfrage war es dann auch eine Zwischenfrage. Da wurde gesagt, nee, das ist nicht der Fall, da muss man dann Returns, meinetwegen jetzt, wenn man jetzt das Team noch haben will, muss man explizit das Team hinschreiben, obwohl das ja eigentlich nur einen Schritt weit weg ist. Also wenn ich jetzt die Tiefe 1 hätte, würde das nicht automatisch dann mitgeladen werden. Richtig, also unsere Standardtiefe ist 1, also 1 bedeutet in dem Fall auch, mach einen Hop zur Seite, aber es ist nur für die von uns generierten Queries. Also wenn wir sowas wie ein Find All aufrufen, oder? Ach so. Hero Repository, was wir gerade hatten, Find by ID, bekomme ich einen Held zurück und würde auch genau mit einem Hops von 1 alle Relationen bekommen. Wenn ich, wie in dem Beispiel, wenn ich wie hier in dem Beispiel, aber mich selber darum kümmere, den Query zu schreiben, haben wir ja keinen Einfluss mehr, was für Daten zurückkommen. Wir machen dann kein automatisches Fetching nochmal danach. Genau, also wir führen eigentlich nur das aus, was der Benutzer erwartet. Also ja, viele JPA-Benutzer sagen, ich erwarte, dass JPA das für mich nachfetcht. Natürlich. Aber wir sehen das als überraschendes Verhalten und wollen es nicht machen. Es ist so. Genau, ich habe sonst keine Kontrolle über meine Datenbankkommunikation. Das ist das Einfachste. Frage beantwortet so, oder? Ja. Okay, super. Ich finde das ganz gut, dass ihr das nicht macht. Also nach jahrelang mit Hibernator, die Objekten sind nicht wirklich die Objekten-Semantik, das man erwartet. Und das ist ja, also wir haben es jetzt aktuell in OGM, also in SDN sieht man es ja dann eigentlich auch gar nicht vom Gefühl her. Da kann ich nur für OGM sprechen. Und wir werden es auch später mit diesem Neo4j Client oder ähnlichen Abstraktionen in SDNX auch nicht so haben, dass wir sagen, nach einer Transaktion speichern wir die da. Also, natürlich speichern wir eure Daten nach einer Transaktion, aber wenn wir bei uns auf der API Safe aufgerufen wird, da geht ein Statement an die Datenbank und sagt, bitte speichere das. Es wird nicht so wie sein wie in JPA, wo man einfach das Objekt lädt, Daten ändert, verlässt die Methode, Transaktion ist vorbei und magischerweise sind die Daten gespeichert. Weil wir dann auch eben kein, also ja, wir wissen natürlich, wann das passiert, aber der Benutzer weiß nicht, wann es passiert, das Statement. Genau, das haben wir auch. Also wir haben lange darüber diskutiert, ob wir so ein JPA-Verhalten haben wollen oder nicht. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, dass der Benutzer wenig Überraschung hat. Das ist eigentlich das Einzige.
können wir so als Kernthese drin lassen. Noch ein paar Fragen, ja. Da du offensichtlich Expert bist. Mal sehen. Also einfache Fragen so aus der Erfahrung. Das Problem mit so Hibernate, JPA etc. ist, dass Stack Traces, Fehlermeldungen eigentlich überhaupt nichts aussagen. Oder? Dann irgendwie, wenn der Objektmodell nicht zu einer Datenbank passt, boom, irgendeine Oracle-Fehlermeldung, okay, was war das? Oder der klassische natürlich ist, kennst du wahrscheinlich, dass du ein Transient-Objekt, der noch nicht persistiert ist, und dann sagt er, ja, da war irgendwann ein Transient-Objekt, der nicht persistiert ist. Und das kann vor Jahren passiert sein in deinem ganzen Full-Stack, weil das nur beim Session-Flush passiert, dass er prüft. Wie ist das, wie ist deine Erfahrung von Fehlermeldungen, Stack-Traces, Debugging, falls es nicht zusammenpasst? Also wir versuchen eben, da wir auch so viele Möglichkeiten, jetzt mal von uns aus gesehen, besten Framework-Support, Spring Boot kommt gesehen, gibt es sogar so Möglichkeiten, nach Pattern irgendwelche Hinweise zu ergeben. Hey, könnte es vielleicht daran liegen. Jetzt in SDNRX schreiben wir es ja sowieso alles neu und versuchen uns eben auch bei solchen Sachen zu verbessern. Es gibt auch so eine Art, wenn man in die Spring Data Welt kommt, sowas wie eine Exception Translation. Das heißt, ich kann viel auf irgendeiner Abstraktionsebene nochmal fangen und mir mal angucken und gucken, welche Daten kann ich daraus generieren, also welches Wissen. Aktuell hier bei uns ist es teilweise sehr generisch. Sowas wie, wenn eine Person, wenn ich eine Person habe als Java-Typ beschrieben, ich lade irgendwas, wo ich denke, das sieht eigentlich aus wie eine Person, dann wird es auch nur gesagt, hey, ich kann die Person nicht mappen. Ende. Also, wer jetzt schuld ist, Java oder die Java-Welt oder die Neo4j-Welt, das können wir auch da nicht feststellen. Genauso ist es auch, wenn wir illegalen Cypher produzieren. Weil da eigentlich schon, mehr oder weniger wird dann an der Stelle die Treiberfehlermeldung durchgereicht, weil der Treiber hat dann wirklich, dann kann mir sagen, wo an dem, also Treiber bekommt aus der Datenbank den Fehler, gibt ihn dann an uns zurück und der kann mir sogar hinzeigen, genau an der Stelle in deinem Statement hast du einen Fehler stehen. Weil gerade diese Custom-Cypher-Sachen können wir natürlich nicht noch schöner machen, als eigentlich die Datenbank sich beschweren kann. Genau. Also wie es jetzt in Zukunft wird, also wir sind motiviert, sag ich mal, durch diesen Support, den man gerade auch in Spring Boot hat, dann eben wirklich für jede Abstraktionsebene, auch wenn man nicht in der Spring Boot-Anwendung unterwegs, sondern in der reinen Spring-Anwendung, dann schon gut formulierte Exceptions oder hilfreiche Exception-Meldungen zu bringen. Genau, ich glaube, wir haben, ich kann eben nichts für den aktuell Release des Spring Data Neo4j an der Stelle mehr versprechen, weil es ist immer ein Trade-off. Ihr habt ja es auf dem Bild gesehen, wir sind zu zweit, die dran arbeiten, was jetzt nicht so viel Manpower ist, um das noch in alte Projekte erstmal, wenn der Plan so weiterläuft, es kann ja auch mal sein, dass wir Spring Data Neo4j-RX rauskanten und weil wir sagen, ey, es braucht doch zu lange und wir brauchen sofort wieder bei den alten Projekten, dass wir es dann nochmal reinholen, aber eigentlich sind so eine Sachen eben für Spring Data Neo4j-RX gedacht, so eine Features reinzubringen. Genau, weil wir da einfach das Wissen über das Schema haben. Besser sein. Das Problem ist, die Abstraktion ist so schlecht zwischen dieser in JPA Hibernate, dass er kann nichts Sinnvolles sagen, weil er sagt, das Ding ist schon gelaufen, weil die Daten sind nicht mehr da. Ja, ich mag mein liebstes Beispiel bringen. Ich wollte vor ein paar Monaten einen Talk machen, habe dann auch nochmal JPA genommen, weil ich dachte, dann verwirre ich die Leute nicht so mit den Entitäten. Also es sind einfach Entitäten, jeder kennt JPA, können wir schnell abhaken. Habe eine Entität Order genannt. Bestellung. Und mir ist dann eben auch der Stackface um die Ohren geflogen von meiner, was auch immer, MariaDB oder so, die ich dann gerade laufen hatte, wegen irgendeinem ID-Fehler. Aber eigentlich war es eben das Order-Keyword, was das Problem war. Also das Problem war, er hat eben versucht, ein Statement zu generieren, was scheinbar JPA als egal gesehen hat. Hat Order reingeschrieben und dann stand dann von Order im Statement, aber der Fehler war eigentlich ganz woanders dann gekennzeichnet und das war natürlich auch nicht so fein. Genau. Deshalb kann ich so eine Schmerzen nachvollziehen. Weil ich auch eine Stunde lang dran gezweifelt habe, ob ich überhaupt jemals richtiger Softwareentwickler war. Genau. Aber wie gesagt, wir versuchen uns da. Also ist natürlich nicht, man muss ja irgendwo, wenn man so ein Produkt macht, gucken, wo habt ihr die Prioritäten. Das ist natürlich nicht Top-Priorität. Top-Priorität ist ja immer, das Ding muss laufen, dokumentiert sein. Aber auch sowas wie Fehlermeldungen können wir eben teilweise besser, wenn sie gerade das Schema betreffen, wahrscheinlich zurückgeben. Aktuell
weil wir alles uns genommen haben, wie es ist. Wir haben es ja nicht weggeschmissen, wir haben es ja gesehen, wo haben wir unsere Probleme. Und gerade diese Schemaabgleiche können wir jetzt viel einfacher machen und vielleicht sogar darauf hinweisen, hey, ich kann das genau nicht mappen an der Stelle, weil der Typ nicht stimmt oder so. Das sollten wir rausbekommen. Genau. So, wenn sonst keine Fragen sind, vielen Dank und einen schönen Abend. Beziehungsweise wir sehen uns hier noch. Wir sehen euch noch.